Seht besorgt aus. Ja, eine unangenehme Geschichte. Mein Freund wollte sich in diesem Dorf mit mir treffen, aber er kam nie an. Meint ihr, er könnte in Schwierigkeiten geraten sein? Ich hoffe nicht, aber es wäre auch keine Überraschung. Er schloss sich den Eichhörnchen an und willigte ein, mit den Hafkas Handel zu treiben. Eichhörnchen und Hafkas? Die Eichhörnchen, sie selbst bezeichnen sich als Coyatel, sind Anderlinge. Die glauben, sie könnten die Gleichstellung erzwingen, indem sie sich hinter Bäumen verstecken und auf Leute schießen. Hafkas sind Kaufleute, die illegal Waffen an die Eichhörnchen verkaufen. Verstehe. Ich bin hier nicht gerade willkommen. Uns Anderlingen gibt man die Schuld an allem Möglichen. Von der Pest über die Bestie bis zu den Warzen am Arsch des Geistlichen. Sonst würde ich selbst nach meinem Freund suchen. Ich halte die Augen offen und lasse euch wissen, wenn ich etwas erfahre. Hab Dank, mein Freund. Und? Wie geht es euch? Ihr kennt mich und meine Umtriebe. Ich möchte in Vizima ein bescheidenes Geschäft eröffnen, indem ich Waren von Mahakam importiere. Die Breckenricks sitzen mir im Nacken. Die Breckenricks? Wer soll das sein? Meine zukünftigen Schwiegereltern. Ich will Eudora Breckenricks heiraten, aber mein zukünftiger Schwiegervater fragt nur nach Geld. Das Minenkollektiv, wo ich nach dem Krieg gearbeitet habe, war ein totales Desaster. Kein Wunder in diesen blutigen Zeiten. Und? Wie geht es? Ihr kennt... Mahakam? Ist damit Profit zu machen? Das will ich doch hoffen. Ich habe im Krieg einige Investitionen getätigt. Aber man sagt doch... Geld muss arbeiten. Nur so lange, bis es einem davonläuft. Geralt? Erzählt mir mehr über die Eichhörnchen. Kleine Anderling-Scheißer, denen man romantische Geschichten erzählt hat, bis sie zu den Waffen griffen, um für die Freiheit und andere Ideale zu kämpfen. Im Krieg gegen Nilfgaard hat Emir sie benutzt, um die Königreiche zu überfallen. Ich habe keine Ahnung, wessen Unterstützung sie jetzt genießen. Ich muss jetzt gehen, Soltan. Wir reden später. Verfluchte, ertrunkene Tote. Man kann nicht am Wasser trinken. Hätte nicht gedacht, dass so viele Kinder an der Pest sterben. Ich verabscheue die Skoyatel. Gesellschaft. Ich würde keinem Hund wehtun, aber jeden Elfen kreuzigen. Langweilig. Haut ab! Der Drecksack hat mich einen Dieb genannt! Ich muss kotzen! Shani ist ein prachtvolles Weibsbild. Ich hasse die Gesellschaft, die sie hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Was könnten wir? Ich verabscheue die Skoyatel.
Zum Kaufen hier? Geht zu Brock. Ich würde keinem Hund wehtun, aber jeden Elfen kreuzigen. Ich hab mal eine Elfin gevögelt. Wo sind nur all die Weisen aus den leeren Häusern? Meine Kehle ist trocken. Ich muss kotzen. Ich bin müde. Einmal im haarigen Bären trinken. Aber die Stadttore sind zu. Zum Kaufen hier? Geht zu Brock. Nee, verflucht. Der Gestank ist überall. Seid ihr ein Hexer? Woher wisst ihr das? Jüngst sah ich einen wie euch und fragte den Geistlichen. Seinen Namen erfuhr ich nie, aber er wollte in die Stadt. Hat man ihn nach Visima gelassen? Ich weiß nicht. Er fragte den Geistlichen etwas. Vielleicht bat er um Hilfe. Sonst noch etwas? Nichts, was nicht schon gesagt wurde. Das hilft mir nicht wirklich weiter. Hm? Das Fleisch riecht seltsam. Von welchem Tier stammt es? Seid ihr zum Riechen oder zum Kaufen hier? Man sollte eine Frage nicht mit einer Frage beantworten. Wo ich mein Fleisch herbekomme, geht euch nichts an. Wenn ihr nichts kaufen wollt, dann macht Platz für die anderen. Also die Leute stehen nicht gerade Schlange. Hm? Erzählt mir mehr von dem anderen Hexer. Mehr weiß ich nicht. Erzählt mir einfach alles noch einmal. Er sprach mit dem Geistlichen, dann ging er. Er wirkte verängstigt. Danke. Hm? Extraordinär. Frisches Fleisch. Hat man euch zu Odo geschickt? Wer so reich ist, muss ein böses Ende nehmen. Der Großmeister zog mit seinem Gefolge vorüber. Das war ein wunderschöner Anblick. Viele Tiere starben an der Pest. Wie soll ich bloß die Kinder ernähren? Ich habe keine Zeit zu reden.
Ich kenne nur alte Fabeln. Die würde ich gerne hören. Meine Enkel lieben Geschichten über ertrunkene Tote. Etwa die der verschmähten Müllerstochter, die sich in die Fluten stürzte, einen Mühlstein um den Hals. Wenn jemand blind vor Leidenschaft ertrinkt, so kehrt er als ertrunkener Toter wieder. So auch die Müllerstochter. Sie verfolgte nächtens die Lebenden, bis die Ritter vom Orden der Flammenrose ihr ewige Ruhe gaben. Der Orden der Flammenrose löscht Ungeheuer aus? Seine Ritter beschützten uns unentgeltlich. Unfaire Konkurrenz, würde ich sagen. Früher schätzte man Blumen, nun pflanze ich nur noch Tulpen an. Verschämt. Das scheint zufriedenstellend zu sein. Ich sage nichts. Früher schätzte man Blumen. Nun pflanze ich nur noch Tulpen an. Anscheinend. Meine Mutter will nicht, dass ich mit Fremden rede. Ich fand einen verstümmelten Leichnam an der Kreuzung. Ihr seid dran. Hinfort, Teufelsbrut. Beruhigt euch, Priester. Ich will nur mit euch reden. Es gibt nichts zu bereden. Oh doch, das gibt es. Ich suche die Salamandra. Wie ich hörte, kommen sie hierher. Die werden uns euretwegen töten. Ich kann mich erkenntlich zeigen. Was schwebt euch vor? Euch macht eine Bestie zu schaffen? Was geht euch das an? Ich bin ein Hexer. Ich könnte helfen. Jüngst traf hier ein anderer Hexer ein. Berengar. Er versprach, die Bestie zu erschlagen, floh jedoch, als er sie heulen hörte. Ich bin nicht Berengar. Wenn ihr mein Vertrauen wollt, bringt dem Volk das Licht des ewigen Feuers und vertreibt die Finsternis.
Im Dorf gibt es 5 Kapellen. Feuer wird die Bestie nicht vertreiben. Sie ist weit mehr als nur ein streunender Hund. Das ewige Feuer, Gotteslästerer. Ihr könnt gewiss sein, dass es Bestien vertreibt. Denn es steht geschrieben, auch wenn seine Seele im Dunkeln und sein Antlitz grässlich anzuschauen ist, urteilt nicht vorschnell, denn er trägt die Flamme der Hoffnung in die Nacht. Und außerdem, nur im Licht des ewigen Feuers werdet ihr sicher sein. Na gut, aber das kostet euch 100 Orens. So sei es. Aber das ewige Feuer muss nachts in allen 5 Kapellen brennen. Ich suche nach Männern, die Salamander-Abzeichen tragen. Das ist nicht klug. Wieso? Die zu verärgern, kann euer Leben verkürzen. Sehe ich aus, als hätte ich Angst? Vor euch kam hier schon ein anderer Hexer vorbei. Der war genauso eingenommen von sich selbst wie ihr. Doch seht ihr ihn hier? Nein, denn er ist geflohen. Ich bin nicht er. Seid nicht so überheblich, was die Salamandra angeht. Das ganze Dorf fürchtet sie, und das nicht grundlos. Ihr müsst uns alle überzeugen. Was kann ich tun? Für mich wünsche ich mir, dass ihr die Bestie vernichtet. Was die anderen angeht, besucht Odo, Mikul und Haren. Könnt ihr deren Probleme ebenfalls lösen? Sind das so etwas wie Älteste? Alle kennen und achten sie. Odo ist reich, Haren ist Kaufmann. Mikul gehört zur Stadtwache. Wenn ihr deren Vertrauen gewinnt, gewinnt ihr das Vertrauen des ganzen Dorfes. Das werden wir sehen. Wartet. Die müssen glauben, dass ich euch geschickt habe. Zeigt ihnen diesen Ring des ewigen Feuers. Sprecht, schnell! Verzeiht. Was war das noch gleich mit dem Feuer und den Kapellen? Zündet nachts in jeder der 5 Kapellen des ewigen Feuers in unserem Dorf eine Kerze an. Lebt wohl. Sprecht, schnell! Ich hörte, die Kirche des ewigen Feuers bezahlt Kopfgeld für Ertrunkene. Wenn ihr beweisen könnt, dass ihr einen getötet habt. Ich komme mit einem Beweis zurück. Beeilt euch. Sprecht, schnell. Seid ihr der Kaplan des ewigen Feuers? Ja, Heide. Nur das ewige Feuer kann uns vor dem weißen Frost retten. Tatsächlich. So steht es in der Prophezeiung von Idlinne, der Elfenhexe. Ach, wirklich? Die alte Welt wird untergehen und neu geboren werden aus einem Samenkorn, das nicht keimt, sondern in Flammen aufgeht. Ihr scheint euch zu widersprechen. Ihr macht euch über mich lustig, Hexer. Sagt mir, wer gab euch das Recht, euch in der Menschenangelegenheiten einzumischen? Ihr, ein emotionsloser Mutant, antwortet, wer? Ich entschuldige mich, Geistlicher. Wer immer Gotteslästerei betreibt, der verdient keine Gnade. Noch etwas. Sprecht, schnell. Adieu. Meine Mutter will nicht, dass ich mit Fremden rede.
Sprecht, schnell. Verzeiht. Zündet nach lebt wohl. Sprecht. Seid ihr? Ja. Tatsächlich. So. Ach. Die Alt. Ihr. Das. Kehrt in euer Fin. Noch etwas. Sprecht. Adieu. Das sollte ich mal versuchen. Der Mangel an Patrouillen wird von Banditen ausgenutzt. Unmöglich. Wo ist die Hilfe, die der Orden versprach? Habt ihr Gerüchte über Banditen gehört? Ich hörte, sie fordern Gold und entführen Kinder. Entführen? Tolle Idee. Die Pest lauert immer noch in leerstehenden Häusern. Der Großmeister zog mit seinem Gefolge vorüber. Das war ein wunderschöner Anblick. Odos Bruder hätte uns vor der Bestie beschützt. Missgeburt oder nicht, ihr könntet nützlich sein. Viele Tiere starben an der Pest. Wie soll ich bloß die Kinder ernähren? Ich habe keine Zeit zu reden. Ich kenne... Diese handelt von den Gehilfen der Bestie. Ein Jäger, der blutrünstige Blut und Gezüchtete wurde ermordet. Dieses Verbrechen gebar einen Fluch, der die Bluthunde in Rachegespenster verwandelte. Diese Gespenster, auch Bargästen genannt, hetzten die Mörder und rissen sie in Stücke. Erst dann verschwanden die Bargästen. Interessante Geschichte. Danke. Euresgleichen ist hier nicht willkommen. Wenn das so ist, wovon soll ich euch erzählen? Erzählt mir von den hiesigen Kräutern. Belissa ist ein weit verbreiteter Obststrauch. Seine Früchte sind giftig, wenn man sie nicht in Alkohol trinkt. Danach kann man Medizin daraus machen. Meine alten Knochen. Ich könnte was zu trinken brauchen. Mikul, das Aas, hat mich wieder angemacht. Ich arbeite zu viel. Ich bin wütend. Die Hexenhure hat ein Auge auf mich geworfen. Ich dachte, ihr wärt ein Bandit. Die Wache Mikul kauft Jagdtrophäen. Eine Ruhe. Abigail verkauft eine Salbe für Pusteln. Ich bin ja so wetterfühlig.
Ich bin hundemüde. Mein Nachbar hat wieder seine Frau geschlagen. Das raubt mir den Schlaf. Die Hexenhure hat ein Auge auf mich geworfen. Oh, lasst euch nicht töten. Weiß köstlich. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich dachte, ihr wärt ein Bandit. Abigail verkauft eine Salbe für Fusteln. Die Erbarmen mit ihm. Wie meint ihr das? Die arzneiweiße Möwe bringt doch Linderung. Meine Enkel soll nicht qualvoll sterben. Ich bin noch nicht völlig blind. Wie meint ihr? Die Damit darf mein Enkel in Frieden sterben. Lebt wohl. Wartet. Der Geistliche wollte mir nicht helfen. Da hab ich seinen Ring gestohlen. Nutzt ihn weise. Es tut weh. Lasst uns in Ruhe. Wenn das so ist, wovon soll ich euch erzählen? Kennt ihr Geschichten? Vor langer Zeit grassierte die Pest im Umland. Keine Familie wurde vom Tod verschont. Die Überlebenden mussten hungern. Viele töteten einander für Brotkrumen. Zuerst waren Hunde und Katzen weg. Dann die Ratten. Zuletzt verschwanden die Leichen der Verstorbenen. Grabräuber? Nein, Menschenfresser. Aber diejenigen, die Menschenfleisch aßen, wurden zu Ghulen. Unmenschlichen Ungeheuern mit unstillbarer Gier nach fleischigen Eingeweiden und saftigem Hirn. Danke für die Geschichte. Lebt wohl. Oh, oh, oh. Die Hexenhure hat ein Auge auf mich geworfen. Die Hühner sterben wie die Fliegen an der Pest. Ach, ich habe die Kraft. Euresgleichen ist hier nicht willkommen. Wenn das so ist, wovon soll ich euch erzählen? Kennt ihr Geschichten? Wollt ihr etwas über Echinops wissen? Mhm. Die Ungeheuerpflanze Echinops bricht da aus der Erde, wo ein Verbrechen geschah. Die Pflanzen wachsen auf den Gräbern Ermordeter oder da, wo heimlich Opfer verscharrt wurden. Solche Orte sind verdammt und sollten besser gemieden werden. Oder man sollte einen Hexer anheuern. Kein schlechter Gedanke. Meine
Meine Kuh muss gemolken werden. Meine alten Knochen. Die Hexenhure hat ein Auge auf mich geworfen. Köstlich. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Abigail verkauft eine Salbe für Pusteln. Kennen wir uns? Vielleicht. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Das höre ich zum ersten Mal. Doch es ist möglich. Die kleine Medizinerin kann euch helfen. Shani kann nichts tun. Schade. Jetzt erinnere ich mich. Gerald von Riva. Ich heuerte euch in Novigrad an, um meine Depots von Garkains zu befreien. Wenn ihr das sagt. Ich hatte nicht genug Bares, aber ihr habt mir dennoch geholfen. Damals war ich wohl großzügig. Mein Geschäft blüht, also begleiche ich diese alte Schuld. Ich könnte das Gold gebrauchen. Hier sind 100 Orens. Seid gegrüßt, Hexer. Ich bin der hiesige Jäger. Seid gegrüßt. Wollt ihr wissen, wieso ich weiß, dass ihr ein Hexer seid? Nicht? Na gut, was wollt ihr? Ich suche nach Arbeit für einen Hexer. Naja, eigentlich wollte ich das selbst erledigen, aber da ihr schon mal hier seid... Angeblich haust ein Ungeheuer am Seeufer und frisst Bauern, die spät noch unterwegs sind. Vielleicht hat sich ein Ghul in der Gruft eingenistet. Wie viel für jeden? Ihr Hexer macht nichts uneigennützig. Tötet ein Ungeheuer, bringt mir den Beweis, dann belohne ich euch fürstlich. Haben die Bauern noch mehr über das Ungeheuer am Seeufer gesagt? Ich weiß nur, dass es nachts am See jagt und Leute tötet. Sucht es am Ufer, in der Nähe von Harens Haus. Wie sieht die Kreatur aus der Gruft aus? Für mich sieht es nach einem gewöhnlichen Ghul aus. Aber weiß der Teufel, seht selbst. Wie viel verlangt ihr für einen Ertrunkenen? Das kann ich euch nicht sagen. Ist mein Berufsgeheimnis. Kommt schon. Wir haben denselben Beruf. Sieht so aus. Also, wie viel für einen Ertrunkenen? Kommt auf den Kunden an. Aber im Schnitt 80 Orens. Da bin ich nie rangekommen. Ich wusste, dass mit diesen Preisen was nicht stimmt. Beruhigt euch. Fortschritt, wo man hinschaut. Nur Hexer. Relikte einer vergangenen Epoche arbeiten noch für ein Almosen und lassen sich noch dazu von denen, denen sie helfen, als Missgeburt beschimpfen. Ein anständiger Lohn für ein anständiges Tagwerk. Was war das? Nichts, nichts. Macht's gut. Genau. Thank you.
verdammte Hexe. Ich geh spielen. Bitte kommt wieder. Na sowas. Ein Hexer. Willkommen. Was ist denn mit dem Typen da draußen passiert? Er ist selber schuld. Viele von denen kommen mit jämmerlichen Fantasien, die zu erfüllen ich nicht bereit bin. Die halten mich für eine Hure. Dabei bin ich einfach nur eine Hexe. Ich werde es mir merken. Keine Sorge. Ganz so böse bin ich nicht. Der arme Sünder erholt sich wieder. Was wollt ihr? Ich fand eure Nachricht. Sehr gut. Habt ihr die Bagestenschädel? Noch nicht. Dann sputet euch. Was wollt ihr? Darf ich euch etwas fragen? Wenn es sein muss. Habt ihr einen Zauber gegen Phantomhunde? Was ist mit eurem Schwert? Ich hörte, Hexer hätten zwei. Eine Klinge aus Silber für Ungeheuer und eine aus Stahl für Menschen. Beide sind für Ungeheuer. Leider habe ich keines aus Silber. Ich kenne da eine Salbe. Wenn ihr eure Klinge damit überzieht, fügt ihr selbst Geistern schwere Wunden zu. Die Formel kostet euch 30 Orens. Vielleicht ein andermal. Was wollt ihr?